Ja, hallo? Was los ist? Ich glaube, es ist abgestürzt. Was? Ernsthaft? Sieht aus, als wäre es abgestürzt, ich meine. Ernsthaft? Es ist im Ladebild, es ist einfach nur der Ladescreen. Er wechselt zwar noch die Tipps unten drin. Ja, ich warte einfach mal noch kurz. Wir müssen so lange Zuschauer beschäftigen. Total. Was gibt's Neues aus deinem Leben? Bei mir, ich trinke gerade Bionade. Jetzt bin ich da. Hi. Ich trinke gerade Bionade. Und du? Ich würde sowas Grässliches niemals in den Mund nehmen. Es, nur Bionade Litschi ist geil. Der Rest ist Abfuck. An jeden, der jetzt gerade zuhört, probiert mal Bionade Cola. Das ist so widerlich. Das würde ich einfach kaufen. Wer kann die Heresie begehen und Cola und Bionade mischen? Die Leute von Bionade. Oh Gott. Das ist so widerlich. Nee, es ist. Du musst eine Demo dagegen organisieren. Vor allem, da ist keine Coca. Cola wird aus Coca. Also Coca-Pflanze, ja, nee, oder? Ja, nein, vielleicht? Da ist Cola hat nichts mehr mit Coca-Pflanze zu tun. Nee, wo wird denn? Ich hab keine Ahnung. Cola ist rein Chemie. Rein Chemie? Rein Chemie? Inzwischen. Okay, gut. Ja, einfach viel Zucker, Geschmacksstoff. Da ist kein Zucker drin. Endlich kommt jemand, um uns zu helfen. Ich bin Baron Dashforth. Ich werde tun, was ich kann. Dashforth, aber da sind noch andere. Dashforth, bringen Sie zurück zur Burg auf dem Hügel. Was, bringen Sie sie zurück auf dem, zur Burg auf dem Hügel? Wer kommt? Die Burg steht seit Jahren leer. Kein Einheimischer wagt sich in ihre Nähe. Aber vor kurzem... Ich sag doch von Helsing! Ah, wie gut! Oh mein Gott! An dieser Stelle möchte ich die kreischenden, fliegenden Schrecken erwähnen. Ich wusste es. Dämonen! Entschuldigen Sie, Sir, würden Sie es uns gestatten, uns schreien wegzurennen? Meinetwegen. Und wie war der Monolog? Was? Sie sollten. Lang. Lang. Sie sollten von sich wohl auf eine. Was? Sie sollten sich wohl auf. Nochmal. Okay. Mimi. Sie sollten sich wohl auf eine Richtung einigen, wenn sie schreiend wegrennen, Sir. Ganz ruhig. Yay, kloppen! Es gibt aufs Maul! Hui! Hui! Perfekt, dass wir da für Männlein drin sind. Vor allem die X-Augen. Hi! Super! Hi! Darf ich anfassen? Das ist gar nicht geschauspielert. Darf ich ihr Monokel anfassen? Ah! Anfassen! Meins nicht! Weg. Tschüss! Anfassen! Ah! Okay. Wie die rumrennen. Ja, die fliegenden Schrecken? Ja. Macht Sinn. Wieso können die fliegen? Das sind keine Seile. Nein! Special Effects, ey. Nein! Bitte sehr. Der hat schon ein blaues Auge. Der gehört geschlagen. Das sieht man schon. Mann. Retten Sie sie, Mr. Dashforth! Nein. Erinnern Sie sich, Sir? Damals waren wir zu spät dran. Aber nicht dieses Mal, Mr. Scamprick. Wir müssen das Publikum für uns gewinnen. Hoffentlich können diese Komparsen improvisieren. Voll Improvisation. Komparsen ist ein tolles Wir müssen also jetzt die... Okay, wir müssen sie beschützen, okay? Ah, okay. Ich bin schlecht im Beschützen, hab mal bei Magicka gesehen. Beschütze sie! Bam! Feuerball! Tot! Beschütze die Häuser! Angezündet, was? Was, nur einer? Ja, jo, der reicht. Okay. Ein paar Häuser. Da, das warst du. Oh nee. Der Typ da hinten. Aber warum sticht er dem anderen in den Arsch? Weil er, weil er oben festhängt. Was, schläft er vielleicht oben? Weiß ich nicht. Gosh, dieses Let's Play verzögert sich so sehr durch unser Gelache. Ach du, nee. Pff, überhaupt nicht. Schneid's raus. 10 Minuten Videos. Genau. Ist in diesem Dorf denn alles brennbar? Es ist ein Holzdorf. Oh, es sind Feuergargüle. Was? Gargüle? Ja, so heißen sie. Ja, du kennst mit Mehrzahlen aus. Das ist ja krass. Wow! Backflip! Gib ihm!
Ah, die können Feuer spucken. Hilfe! Übrigens, wenn du in der Luft ausweichen drückst, dann kannst du ausweichen, ne? Ganz einfach gewesen, der Kampf. Aber voll. Komm her! Bam! Bam, bam! Machen wir erstmal die Feuer. Oh, ich treff die dann immer nicht mehr, ey. Ah! Achso, ach. Ich hasse es, wenn sie die Höhe, auf der sie schweben, wechseln. Also von der Lane her sozusagen. Also ich hasse es eher, wenn sie auf dem Boden Feuer hinlegen und ich sehe es nicht, weil einer davor steht. Feuer heiß. Ja, Feuer wirklich heiß. Hm. Aber diesmal ist der Hausmeister gar nicht weggegangen da. Nee. Ist kein Hausmeister. Warum halten sie sich hier den Kopf? Sind die gegen den Boden geflogen? Dumm. Wahrscheinlich. Trottel! Na, warte. Yay! Bap-badap-badap. Verdammt! Zu weit weg der Gegner. Bam! Whee. Yay! Wuhu! Wow. Come on! Ah, ich muss meine Nase kratzen. Hilfe! Gibt's da Hammer? Du hast keine Ahnung, was die dritte Dings ist, gell? Die dritte Aufgabe. Nein, keine Ahnung. Scheiße. Ach, verdammt, die gehen immer so schnell down. Kannst du gar keine langen Kombos machen. Och, ich bin mal 30. Ah, oh, sie jubeln mir zu. Lieb mich. Verliere. Du brauchst es, hä? Du brauchst es. Ah, oh, ich bin famegeil. Menschen, die auf YouTube... Töte ihn. Töte ihn. Es geht. Yay. Runter mit dem Kind, unverzüglich! Yay! Nein, warte, ein bisschen Tragik ist angebracht. Nein! Mein Gott! Das arme Kind, denkt doch jemand an die Kinder! Ah, eine 50er-Kombo. Wenn hier doch nur jemand wäre, der was dagegen tun könnte! Ich habe eine 50er-Kombo. Oho. Ich habe eine 44er bis jetzt, 52. 100! 110! Oh, nicht schlecht. 120! Nein! 120! Baby! Baby! Bam, Alter! Also ich will mal ganz kurz an diesem Punkt sagen, wir sind Bro-Gamer, aber volle Kanne. Absolut, absolut. Ja. Mr. Sigambrick, absolut. Indeed, indeed. Ich wollte gerade voll einen schlechten Witz bringen, aber ich konnte nicht mehr. Schade. Ja, ich wollte sagen, indem ich mir über mein Rampenlicht springe, ich springe über meinen Schatten. Aber ich hab's nicht geschafft. Oh je, okay, ich gehe mal da nach links. Oh, das sind viele. Achso, das ist der Zusatz. Das ja. Ist der Zusatz. Zugabe. Zugabe, ja. Ja, wir sind gut. Wir sind voll gut. Wir sind voll gut dabei. Ah, ich treffe sie nicht. Nein, nein. Die sind so komisch aus der Höhe. Da. Ah. Ah, Publikumsliebling. Geil. Oh, ja, Publikumsliebling und Sprechrolle. Was? Warum du auch? Sprechrolle, hast du es nicht bekommen? Doch, das auch. Warum du auch? Technik. Ah, du jetzt erst Level 4 bist. Ah, okay. Wahrscheinlich, ja. Ich bin leicht voraus.